Hallo, herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute Reaction Nummer 2 zum Thema Sizzle Brothers und Gin. Viel Spaß bei diesem Video. Der eigene Gin natürlich. OMG. Moin ihr Sizzler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei mindestens 30 Grad in der Sonne, eher mehr würde ich sagen. Ja, mir knallt es hier ganz schön auf die Seite. Im wunderschönen. So, und da ist es dann soweit. Die beiden haben aus dem ersten Teil nicht wirklich gelernt, nach einem Jahr. Da haben sie dann auch unterm Schirm gesessen, in praller Sonne im Sommer. Jetzt haben sie noch nicht mehr einen Schirm. Also schön die Sonne im Nacken mit Alkohol. Keine gute Idee, Jungs. Schönen Kroatien. Ihr könnt das gleich so ein bisschen sehen, bei fantastischer Kulisse haben wir uns dazu entschieden, heute das Gin-Tasting, lang erwartete Gin-Tasting Teil 2. 2.0 sozusagen zu drehen. Ja, mal gucken, was sie in 2.0 gelernt haben. Wir haben uns hier für eine ganze Menge sommerlicher Gins entschieden. Wir wollen das Ganze auch so seriöses uns mögliches rüberbringen und vor allen Dingen auch ein bisschen kürzen, damit ihr in den Genuss kommt, alle mal zu sehen. Dafür aber keinen halben Tag investieren müsst. So, und ganz wichtig, wir trinken nicht, weil es uns Spaß macht, wir trinken hier für die Wissenschaft. So sieht es nämlich aus. Alle das Kinder... Nee, das war gelogen jetzt. Dafür haben beide zu sehr gegrinst. Aber alles gut, es ist... Man trinkt für den Genuss und Genuss ist Spaß. Und für die Wissenschaft ist immer so schön vorgeschoben an der Stelle definitiv nicht. Nicht so, wie die beiden rangehen, denn das ist nicht wissenschaftlich. Unter 18 Jahren müssen leider jetzt abschalten und Papa an den Fernseher holen, nicht mal gesagt, an den Rechner holen. Alle anderen dürfen weiter zugucken und wir wünschen euch natürlich wieder, wie immer, ganz viel Spaß. Viel Spaß. Da haben die beiden recht. Jugendschutz, Alkohol gehört nicht in Kinderhände. Alles erst ab 18. So, es wird euch wahrscheinlich verwundern, aber wir starten mit unserem eigenen Gin, dem Sizzle Brothers Gin. Das ist dieser schöne Schluck hier. Ich gebe ihn dir schon mal. Jawohl. Im Sizzle Brothers Gin, also in unserem Gin, sind vor allen Dingen Kumquats und Aprikosen als Hauptbestandteile drin. Also wir haben eine sehr, sehr fruchtige Note. Zusätzlich aber auch einen süßen Abgang, weil wir auch Honig mit beigefügt haben. Dadurch ist es kein klassischer Dry Gin mehr, weil wir dafür zu viel Zucker... Das ist ein Gin Kategorie 1, bedeutet, hier wird nicht destilliert, das ist rein reiner Compound Gin, hier wird nur zueinander gefügt und hier darf dann zugezuckert werden, wie man möchte, und in dem Fall, haben wir ja gerade gehört, wird mit Honig gezuckert. Die Hauptaromatiken Kumquat und Aprikose, damit wird es fruchtig, süßlich, lieblich und direkt kleiner Fun Fact am Rande, der Sizzler Gin hat 40 Volumenprozent, bedeutet, die Kernaussage beim Gin Wacholder rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil Wacholder braucht mindestens 41,2 Volumenprozent, um dominant zu wirken. Das heißt, alle Gins, die darunter sind, ist der Wacholder-Geschmack, Schrägstrich Geruch, nicht ganz so intensiv. Vorteil ist aber, er brennt im Abgang nicht. Und, ganz wichtig, wir filtern ihn bewusst nicht nach dem Brennen, so dass wir Trübstoffe drin haben und dadurch mehr ätherische Öle. Ja, es ist ein, wie soll man das beschreiben, wenn man... Und das, was jetzt Hannes beschrieben hat, die einzelnen Zutaten, die einzelnen Botanicals werden in Neutralalkohol destilliert und dann nicht filtriert. In dem Falle höchstwahrscheinlich nicht kältefiltriert. Und weil Kältefiltration eben Trübstoffe bei großen Temperaturwechseln hervorruft, aber gleichzeitig auch Aromen beinhaltet. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich zwar die Gefahr, dass im Winter eventuell so kleine Aromafädchen da sich binden, aber wenn ich den Gin ein bisschen wieder auf Körpertemperatur oder auf Umgebungstemperatur bringe, dann ist das alles nicht so wild. Wenn man dran riecht, hat man eine extrem starke Kopfnote, einen super fruchtigen, wie wir finden, super geilen Geruch. Wir zählen mal Kopfnote 1. Und geschmacklich, wir probieren einfach nochmal hier live. Es ist so.
Und da haben die beiden auch gelernt, pur probieren, nur noch direkt im Glas, ohne irgendein Eis, ohne irgendeine andere Zutat. Einfach nur die Nase reinhalten und nach wahrnehmen. Aber auch die beiden versenken die Nase direkt. Das ist Verstoß gegen eine der Grundregeln beim Tasting. Nicht die Nase sofort versenken, weil die ist halt viel, viel zu fein. So, dass wir den, wir haben bewusst gesagt, wir möchten einen Gin, den man pur trinken kann. Das kann man hier definitiv. Wir haben natürlich schon 10.000 Mal probiert. Und diese Flasche ist im Übrigen auch schon wieder fast leer. Genau. Das mal verifiziert sozusagen. Und ganz wichtig ist, wir haben hier vorne noch so ein paar Zusatzanteile, die mischen wir gleich mit dem Gin nochmal zusammen, um zu sagen, wie dann am Ende final. Genau, erstmal. Oh, jetzt fahren die gerade rückwärts. Ja, egal. Wir probieren erstmal hier pur. Jeder, der mein Gesicht aus dem letzten Tasting kennt, weiß, wie ich es mal verzogen habe. Wenn es zu pur war, also zu krass war. Aber der geht super. Ja, er brennt halt nicht durch den Honig, hat auch 40%, es gibt ja Gins mit 47, ich glaube sogar 50%, wir sind da etwas drunter. Kann man super pur trinken, so sieht's aus. Wir haben jetzt uns dazu entschieden, diesen Gin wie folgt zu mixen, und zwar, es ist ein sehr fruchtiger Gin, es ist ein sommerlicher Gin, deswegen mixen wir in einer Regel 2 bis 4 cl, darauf kommt nach Belieben Tonic Water. Wir haben uns heute mal dazu entschieden, dass viel... Achtung, Fehler, aber wird gleich bemerkt. Fever Tree zu nehmen. Das Fever Tree Tonic Indian Tonic Water ist mit Abstand unserer Meinung nach das beste Tonic Water dafür. Fever Tree würde auf jeden Fall sehr zur fruchtigen Optiken und Aromen passen, ja. Schmeckt aber auch geil mit Thomas Henry, schmeckt auch cool mit Schweppes, also da kann man wirklich eine Menge machen. Wir machen übrigens bewusst nur so kleine Schlücke fertig. Und da haben sie auch gelernt vom letzten Mal, wo sie ja fast komplette Gin and Tonics gemacht haben. Sie haben definitiv gelernt und aus der Erfahrung des ersten Mals. Du hast jetzt schon Folgendes getan, du hast jetzt schon Orangenscheibe reingetan, ne? Genau, Orangenzeste, das war der Fehler, direkt rein. Orangenzeste nicht reintun, wenn noch irgendwas mit Kohlensäure draufkommt, weil die Öle der Zeste die Kohlensäure binden und dadurch das Tonic schneller schal wird. Ganz genau, macht da jedes Mal falsch rum. Normalerweise nimmt man die Orangenschale, aromatisiert oben einmal den Rand und tut die Orangenscheiben in den Gin. Hat er recht. Das ist eine Frechheit, dass du hier schon wieder ablieferst. Unseren eigenen Gin, ne? Ja, Signature-Drink verkackt, würde ich sagen. Also ich... ja, guck mal, da habe ich es extra geschnitten. Fail, wie man hier auf YouTube sagt. Was? Okay. Also bislang habe ich ihn immer andersrum gemischt. Ich habe dieses olle Ding hier oben. Gehen wir mal nochmal sicher. So, hier, guck an. Gut, die Scheibe ist rein, passt. Sei es drum. Also nur wenig Tonic drauf. Auch wenn ihr zu Hause mal probieren wollt, immer nur ein bisschen Tonic drauf, um den Geschmack vom Gin auch noch rauszukriegen. Mhm, vernünftige Mischung ist 1 zu 2. Heißt, wenn ihr 4 cl... Gin habt, habt ihr 8 cl Tonic. Das ist die klassische Mischung. Bei den Gläsern, die die beiden Jungs jetzt gerade haben, ist das, wenn man das Glas ordentlich voll macht, damit es auch optisch schick aussieht, nicht der Fall. Da müsste man eine ordentlichere Mischung machen oder schlicht und einfach kleinere Gläser nehmen. Bei manchen Gins. Um das nochmal aufzuklären, ihr könnt auch übrigens so eine Scheibe nehmen und die hier über den Rand ziehen, dann habt ihr ein bisschen O-Saft. Hat Hannes recht, dann hat man ein bisschen O-Saft. Genau. Wichtig ist, das Aromatisieren hier oben ist nur dazu da, dass man beim Eintauchen mit der Nase halt auch nochmal entsprechend diesen Geruch mit aufnimmt und das Ganze auch den Geschmack beeinflusst. Ja, tatsächlich beeinflusst den Geschmack, hat er auch recht. Gleichzeitig drücke ich damit aber auch nochmal die Wacholdernoten und die kräuterigen Noten nach hinten, die dann erst überraschenderweise beim Trinken und Genießen kommen. Ja, jetzt trinken, oder? Ja, können wir das, okay, gut. Dafür bist du jetzt schon hier, ne? Tschüss. Ja, ist großartig. Es wäre echt schlecht, wenn wir selber sagen würden, er schmeckt nicht, aber er schmeckt wirklich fantastisch. Es ist ein recht. Großartiges Gesöff. Perfekt für den Sommer. Mhm. Ich sage aber mal ein Stück, weil es ist so ein bisschen der Gin für Frauen, weil Frauen, glaube ich, so wirklich krassen Gin-Geschmack nicht immer unbedingt mögen. Also die Wacholder-Note. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Genau, ist eine Unterstellung. Sogar eine böse Unterstellung. Was de facto nicht stimmt, aber das ist eine andere Nummer. Und er hebt sich einfach dadurch ab, dass er eben ein bisschen fruchtiger ist und aber auch für uns Männer. So nach einem schönen Abend oder beim schönen Abend, der knallt gut. Ja, bedient ihr mal die Vorurteile von Männlein über Weiblein und Weiblein über Männlein, genau. Habe ich mir wohl noch einen Mann? Nee, wir trinken noch einen Mann. So, haben sie relativ schnell weggezogen.
wenn die Sonne jetzt im Nacken knallt, dann werden wir jetzt gleich schon relativ zügig die Wirkung haben. Sehr schön. Gut. Eine wichtige Sache noch, wir müssen ja unseren Geschmack neutralisieren, nämlich. Ja, ist richtig. Den Geschmack zwischen Tastings sollte man neutralisieren. Zu uns nehmen. Und deswegen trinken wir vorsorglich ein bisschen U-Blick. Jeder, der U-Blick noch nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein Bockbierlikör. Der besteht aus Bockbier und aus Rum oder Korn. Du bist heute schnell. Ja, welcher ist das jetzt? Wir haben 30 Grad. Das ist der mit Rum. Der So, und er will gerade sagen, er neutralisiert. Nein, tut er nicht. Ganz im Gegenteil. Mit dem Zucker, also sprich Likör. Likör impliziert Zucker. Und mit dem Zucker klebst du dir hübsch die Geschmackspupillen zu. Dann hast du Bier drin, das sind Bitterstoffe. Die wären in Ordnung zur Reinigung an sich, wenn der Zucker nicht wäre. Aber der ist auch noch gestreckt und gemixt mit Rum als Basis. Und Rum ist eine der komplexesten Spirituosen, die es gibt. Bedeutet, ich überfordere hier meinen Nasenrachenraum total. Und bei Gin geht es halt um die feinen Nuancen und die feinen Sachen. Weil Gin bei weitem nicht so viele verschiedene Aromen hat wie zum Beispiel einen Gin. Weil Gin bei weitem noch nicht so viele Aromen hat wie zum Beispiel einen Rum. Und das ist der falsche Weg. Und wenn ihr also tatsächlich sowas machen wollt, dann bitte tut das nicht so, sondern entweder ihr nehmt Kaffeebohnen, reibt die aneinander und atmet das Aroma dann tief ein. Bitte nicht die Kaffeebohnen in der Nase, das tut weh und ist auch nicht förderlich. Nur das Aroma über die Nase tief einatmen und damit setze ich quasi meinen Nasenrachenraum, meine Sensorik wieder auf Null. Alternativ schön geröstetes Weißbrot lange, lange kauen und damit über den Speichel auch wieder die Pupillen sauber spülen. Und natürlich viel Wasser geht auch. Unseren Geschmack entsprechend gut. Schön zuckerhaltig, dass wir auch auf Nummer sicher gehen heute. Und ja, auf Nummer sicher, weil dann alles natürlich deutlich wirkt. Ja, das Zeug solltet ihr aber mal testen. Wir verlinken euch unten drunter, wo man ihn kriegen kann. Wenn man auch mal beim Gin-Test neutralisieren muss. Werde ich nicht verlinken. Bis morgen. Schönen Restabend. Kandidat Nummer 2 ist ein Gin, der momentan viel in den sozialen Netzwerken auftaucht. Oder was heißt viel, aber er taucht immer mal wieder auf. Und zwar ist das der Burgen-Gin. Der Burgen-Gin ist ein Drink von der Schlitzer Destille aus Schlitz, daher der Name. Das ist wohl eine der ältesten Brennereien der Welt, deutschlandweit, weiß ich nicht so genau, aber ist wohl eine sehr alte Destille. Und die benutzen besonderes Verfahren, und zwar wird der Gin Vakuum destilliert. Das ist ebenfalls ein fruchtiger Gin. Da geht er auf das Hauptmerkmal gar nicht ein. Vakuum destilliert ist tatsächlich im großen Kanon dieser Gin-Welt etwas Herausstechendes. Warum ist das so? Weil wenn ich Vakuum destilliere, dann kann ich bei bedeutend geringeren Temperaturen Alkohol und Wasser trennen, was ja der Sinn ist von Destillation und damit den Alkoholgehalt verstärken, aber gleichzeitig auch die Aromen konzentrieren, die ich mitreiße zusammen mit dem Alkohol. Und wenn ich das tue, wenn ich das Vakuum destilliere, dann habe ich halt die Möglichkeit, Aromen zu finden und zu destillieren, die normalerweise bei Temperaturen, wo üblicherweise destilliert wird, bei über 70 Grad Celsius, deutlich über 70 Grad Celsius, dann tatsächlich auch zu finden. Nur als Beispiel, nicht enthalten, aber nur als Beispiel, Rosenaroma zersetzt sich ab 40 Grad Celsius. Kann also in einer Destillation, in einem Distilled Gin, in einem Dry Gin niemals vorhanden sein. Wenn ich das Vakuum destilliere, dann funktioniert das. Die genauen Bestandteile können wir euch nicht nennen, die wissen wir nämlich auch nicht. Bei unserem Gin fällt uns das deutlich einfacher. Lass mich auch mal riechen. Ja, aber die drei Gins gucken wir im Nachgang uns nochmal an und da werde ich dann nochmal ein bisschen was über die Botanicals sagen. Ich rieche da jetzt schon leichte, auf jeden Fall Anis. Ja, aber auch Zitrus. Also man merkt auch hier, die Kopfnote wurde beachtet. Zitrusgeruch ist immer gut für die Kopfnote. Kopfnote war jetzt 2 und 3. Erstmal kurz einen kleinen Puren. Jawohl. Sehr schlichtes Design, kann man sagen, aber es kommt am Ende schlichtweg auf den Geschmack an.
Ja, das ist schon Brown and Blonde. Cheers. Und da scheint sich wirklich krass im Geruch. Oh, der brennt aber an der Nase. Aber lecker. Fünf. Anis. Ja, Anis. Sternanis, ja. 45 Umdrehungen hat der Kollege. Mhm. Das merkt man dann auch, wenn man da ein bisschen mehr von trinkt, denke ich. Ja. Hier als Zugabe ein wenig Limette. Ich mach schon mal einen Schluck Gin rein. Ich mach jetzt lieber nach. Jetzt, genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt mache ich immer so einen kleinen Tröpfchen so oben drüber und dann die Limette so rein. Ja, sehr gut. Es ist übrigens am Ende immer so, du machst das. Also, ihr trinkt so einen Gin immer nach eurem eigenen Geschmack. Also ob da jetzt Limette drin ist oder ob da jetzt ein Rührei drin klebt, das müsst ihr selber entscheiden. Aber schlussendlich für fruchtig ist Limette nicht immer so schlecht. Entscheidend ist tatsächlich, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Das ist immer die Hauptentscheidung. Und wenn ihr sagt, ja, schmeckt, dann ist es euer Fall, eure Mischung, eure Zutaten. Ja, von übrigens, öffnet bitte die Flaschen niemals so wie wir. So ein Feuerzeug kann da durchaus mal kaputt gehen und euch in der Hand hochgehen. Wir haben nur hier keinen Flaschenöffner. Ja, ist richtig. Sollte man definitiv nicht mit dem Feuerzeug tun. Hierzu passt auf jeden Fall Thomas Henry Tonic. Meine Goldberg ist auch ganz gut. Fever Tree passt auch, aber wir wollen ja auch mal aber was anderes probieren. Aber Fever Tree Tonic auch ganz wichtig. Genau, hier auch Thomas Henry Goldberg. So, nicht zu viel. Ist auch immer wichtig, macht euch, wenn ihr euch so einen Gin Tonic mischt, nicht irgendwie auf 4cl direkt die ganze Flasche Tonic, sondern erstmal nur so einen Schluck und probiert mal nach und nach, bis ihr eure Mischung gefunden habt. Der Tipp ist gut, aber was die beiden auf jeden Fall vom ersten Mal auch nicht gelernt haben, sie tun immer noch viel, viel, viel zu wenig Eis rein. Was denn? Das hatte ich schon mal erzählt. Ja? Ja. Achso. Naja, dann habe ich noch mal. Du bist doch wenn du betrunken bist, Johannes. Ich habe einen Gin getrunken, egal, nichts. Ja, aber die Sonne im Nacken. Anlaufzeit von mehreren Minuten. Ja, von mehreren Minuten, es sei denn, man hat die Sonne im Nacken. Ganz wichtiger Hinweis, nee, sage ich nicht, sonst kommt mein Teufelsküchen. Die Anisnote ist auch mit der Limette hier drin noch sehr geil. Die ist da, die ist präsent. Ist mal was ganz anderes, wie ich finde. Ich wollte gerade sagen, also ist vom Geschmack her mal was ganz anderes als so ein klassischer Gin, den man kennt, würde ich sagen. Auch fruchtig. Übrigens, die Anisnote stellt euch das nicht so vor, als würdet ihr jetzt ein Uso in Form von Gin trinken. Ist jetzt nicht so, dass ihr hier einen Anis-Schnaps trinkt, aber die Note ist halt da. Man merkt es, man schmeckt es. Sehr cooles Gesäff. So, und wir merken uns, das war jetzt der zweite kurze, jeweils 2cl, ist immer ein kurzer. Und dazwischen haben sie dann noch die Probeschlückchen und dann noch ihren Uroblick. Also, die ziehen schon gut was weg. Das ist im Moment mehr Wirkung als Geschmack. Geht durch den TÜV, oder? Der geht definitiv auch durch den TÜV. Ja. Ach so, Preise haben wir vergessen zu sagen. Fangen wir nochmal kurz an. Sizzle Brothers Gin, 39,90 gibt es bei Project GT, Project Gin Tonic. Da kommen wir aber gerne nochmal zu, weil es gibt von Project GT noch einige, die wir hier stehen. Ist auf jeden Fall bestellt. Ich bin gespannt, wenn er dann da ist. Ich gucke mir den Gin mal ein bisschen genauer an. Genau, aber ich mache trotzdem schon so ein bisschen. Finde ich super. Gibt es in Hannover bei diversen Edekas, gibt es im Rewe, Jüchen, Edeka, Illing und bald hoffentlich in ganz Deutschland. Und den Burgen Gin gibt es, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo überall, aber auf jeden Fall gibt es ihn auf Amazon.de ebenfalls 39,90 so um den Dreh oder 39,99, also paar 40 Euro. Da definitiv. So, wir neutralisieren wir eine Runde mit Publik. Tun sie nicht, aber gut, Prost. Publik hat übrigens nur 17,5%, das ist also, sag ich mal, etwas stärker als du wir. Du hast übrigens hier noch deinen halben Gin pur drin, den solltest du jetzt mal trinken. Musst du mich hier verraten? Ja, sicher. Ich halte mich jetzt dezent zurück. Wir machen nur einen kleinen Schluck, Uwe. Und die Flasche ist danach eh leer. Ja, hilft ja nichts. Also, der wird schlecht auch. Und da ist ein Bock wie die Köln etwas stärker als ein Bier halt, ne? Etwas stärker. 4,9 zu 17. Mhm. Mathe? Müssen wir nochmal gucken. So, wir spülen wieder unsere Gläser aus. Dann kommen wir zu Gin Nummer 3. Ja, auch da haben sie gelernt tatsächlich. Spülen Gläser aus, frisches Eis rein. Soweit alles fein. Und es wirkt. Das ist in Summe jetzt eine halbe Stunde in der Sonne. Okay, 18:30 leichter sitzt, dann hat man alles.
Da ruhig, ich geh gleich noch schnorcheln. 19 Uhr, Junge, wir müssen teilen. Die Fische fahren. Zweimal gehst du schnorcheln, einmal fassen, einmal gar nicht. Oh, okay. Okay. Cool, ja. Alter Schwede, das ist wie ein Schlag im Nacken, ey. Ja, stimmt, Schlag im Nacken, Sonne. Die Sonne hier. Okay. Komm, nun zu Schwenden. Alter, wir haben noch vier Stück vor uns. Nee, nochmal. Können wir ja nicht jetzt. Wir müssen uns jetzt einfach beeilen, schneller durch. Ja, wir hätten eigentlich vielleicht mal sechs Stück vorher testen sollen, bevor wir das Gin deswegen drehen. Das ist eine gute Idee. Nummer 3. So, jetzt bin ich gespannt. Nummer 3 ist der OMG. Oh my Gin, aus Tschechien kommt der Gin. Aus Tschechien, OMG von Sufanek. Aus meiner Perspektive einer der besten Gins Europa. Sufanek, ein wunderfeine kleine Manufaktur in Tschechien, und der Gin ist echt gut, sehr ausgewogen, sehr komplex. Tschechien. Ja, aus Tschechien. In diesem Gin sind ganz viele, genau genommen 16 verschiedene Botanicals. Viele, 16, nee, da geht noch mehr, aber die 16 sind schön ausgesucht. Das sind unter anderem Paradieskörner, Lavendel, Orangenschale. Orangenschale und Paradieskorn in 60% aller Gins übrigens enthalten. Wacholder natürlich. 100% aller Gins. Wir haben ihn noch nie getrunken, aber es soll auch ein eher fruchtiger Gin sein. Dazu passt Fever Tree Tonic, aber wir nehmen Windspiel Tonic. Aus einem bestimmten Grund. Hat nämlich den Grund, dass wir den in dieser tollen Project GT Geschenkbox bekommen haben. Immer eben schnell noch ein Placement hinterher, genau, sei ihm gegönnt. Wo übrigens auch unser Gin drin sein könnte, wenn ihr ihn da kauft. Und das möchte ich ganz gut was sagen. Und zwar ist es so, wenn ihr jemanden in der Familie habt, der noch keinen Gin getrunken hat, und ihr wollt sagen, Mensch, probier es doch mal aus. Project GT verschickt im Prinzip Geschenkpakete, total geil. Da sind Gläser mit drin, da ist der Gin mit drin, da sind die Tonics mit drin und so weiter und so fort. Das Ganze für einen wirklichen bezahlbaren Preis. Und der Empfänger hat eigentlich alles, was er braucht, an der Hand. Wir verlinken euch das wie immer unten drunter, aber vielleicht für alle die, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, ist das eine ganz spannende Sache. Wir sind doch nette Karten. We age not by years, but by stories. Nein. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt überhaupt zugeschaut habt, ob ich vielleicht auch dazu mal eine Reaction machen soll und auch mir solche Projekte mal anschauen soll. Ja, also, es sind lustige Kärtchen drin, ihr habt Strohhalme, hier noch so ein paar Trinkhalme. Trinkdinger. Dann, damit ihr uns glaubt, wir haben es noch nicht aufgemacht hier, sind zum Beispiel auch noch die Spiegelau- und Nachtmanngläser. Genau, also Windspiel Tonic. Ja, da ist das Windspiel Tonic drin. Und das ist noch eine ganz wichtige Geschichte. Ich muss das jetzt mal eben auspacken. Ja. Mit Bärenkräften macht er das wirklich. Der Wahnsinn. Sehr schöne Gläser. Nachtmanngläser. Ach, guck mal, wir haben total massive, geile Gläser zum Gin trinken. Die haben wir zu Hause auch immer im Einsatz. Das kommt oder auch hier im Einsatz. Kommt bei Gästen auch immer sehr gut an. Sind hier schon im Set enthalten. Kann man sind sehr wertig auf jeden Fall. Kann aber auch so kaufen. Ja, ihr wisst, wir verlinken wie immer alles. Wir sind ja so verlinkt hier, dann könnt ihr auch das kaufen. Genau. So. Sei es drum, jetzt lege ich das hier mal weg. Wir müssen unserer Mission zur Wissenschaft weiter vorantreiben. Ja, das Ding ist, je länger man labert, desto mehr Zeit hat der Alkohol zu wirken. Wir müssen so ein bisschen möglich schnell abdrehen, weil. Und Windspiel Tonic, sehr, sehr schön. Ich werde jetzt mal eben kurz ein bisschen vorspulen, weil die Jungs jetzt Probleme haben, die Flasche aufzukriegen. Das ist mit den Schrumpfkapseln immer nicht so. Toll. Das Windspiel Tonic, sehr schön, ist ein trockenes Tonic in Verbindung mit den Rhodius Mineralquellen aus der Eifel. Windspiel Gin aus Eifler Kartoffeln und eine schöne kleine Manufaktur in Daun sollte man sich auch mal anschauen. Sonst gibt das nur Theater. Eben. Ich krieg's nicht auf. So, das ist jetzt wirklich hier fast live. Daran erkennt man, ob der Gin gut ist oder nicht. Mama. Also wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. So, Müll weg. Gin ist auf. Oh. Tolle Note. Interessant.
Übrigens auch ein Kardinalsfehler, direkt aus der Flasche schnuppern, ja. Die ersten Eindrücke sind dann da, mit Sicherheit. Aber ich bin gespannt, ob jetzt eine Wertung kommt. Wenn ja, eine Wertung, dann ist es ein sprich ein Kardinalsfehler. Gut ist auch, wenn er den Kolben in die Flasche reinsteckt. So. Aber Wacholder auch nicht drin. Ne? Da, da war die Bewertung, kann ich so noch gar nicht sagen, durch den Flaschenhals. Bitte mach einen kleinen Schluck. Ja. Dankeschön. Ja, hat eine starke Wacholdernote. Ja, der ist in der Nase sehr wacholderig. Auf jeden Fall eine sehr starke Wacholder. Fruchtig finde ich ist er nicht unbedingt. Ich finde Wacholder. Ja, abwarten. Boah, der brennt aber. Hui. Der brennt aber spät. Der hat so einen richtigen Nachbrenner. Ja, der ist ziemlich komplex. Zum Purgenießen nicht für Anfänger geeignet, auf jeden Fall. Aber halt eine sehr, sehr schöne Zusammenstellung. Wir gucken mal an, wie das schmeckt mit Tonic. Also brennt tut er wie es auch. Ich glaube, es wird nicht mein Favorit. Geschmacklich. Wie viel Prozent hat, ne? Sieht geil auf. Doch, 45 auch. Ah, 45 Zentimeter sind ja die 20 Zentimeter des kleinen Mannes. Niemals eine Spirituose nach dem Volumenprozenten bewerten. Das bringt nichts. Das war reichlich Umdrehung. Das ist der Ansatz des Wirkungstrinkens. Sprich, da geht es ums Wirken und nicht wirklich um den Genuss. Die Sachen sind aber für den Genuss geschaffen worden, nicht für die Wirkung. Ah, der ist schon eher so Standard-Gin-mäßig, würde ich sagen. Auch hier wieder. Es ist ein London Dry Gin. Und damit Kategorie 3. Die Limette zum Einsatz, bewusst, weil. Uns vorgegeben, Limette ist da wohl der feine Charakter. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, Limette ist da eine sehr gute Wahl. Hast du jetzt hier Tonic schon drauf? Nee. Nee. Da. Übrigens sehr cool, ne? So eine PET. Nee, das sind keine PET. Eine schöne Dose. Ich finde Dosen gar nicht so cool. Reicht. Ich habe nicht so viel Sinn drin. Cheers. Auch da, OMG. Gucken wir mal. Mit dem Tonic kriegst du aber. Also Hannes hat die Nase tief drin und schnuppert erstmal, bevor er trinkt. Der vollkommen richtige Ansatz, anstatt direkt Kopf in Nacken. Kein gutes Understatement. Und jetzt kommt der Schluck, sehr vernünftig. Für mich sehr klassisch. Ja, ist ein gut klassischer Gin and Tonic. Ja. Sag mal, wer mit Gin so ein typisches Wacholder-Aroma verbindet, der wird hier definitiv bedient. Auf jeden Fall. Fruchtigkeit geht meiner Meinung nach unter. Ja, nee. Kann ich mit also Tonic so. Herr Zuffer, den kann ja nichts dafür, wenn ihr nur Mädchen-Gins trinken möchtet. Kappa. Kein Problem, ihn zu trinken. Das Tonic Water ist sehr lecker, finde ich. Mhm. Weil es auch nicht so bitter ist. Es wird eher so ein bisschen softer. Ist auch nicht so süß, ne? Nö, cool. Nicht so süß. Es sind ordentliche Zucker, aber heutzutage ist ja überall Zucker. Das? Ja, 9 Gramm Zucker. Wie viel haben denn andere Tonics? Wenn ihr wissen wollt, wie viel Zucker in verschiedenen Tonics sind, dann kommt doch zu uns auf den Discord-Server. Drinklink hat auch einen Discord-Server, kostenfrei. Drinklink Saftladen, Link unten in der Beschreibung. Und dort gibt es einen Marktüberblick der verschiedenen Filler-Limonaden, unter anderem Tonics, wo unter anderem auch der Zuckergehalt aufgeführt ist. Ist tauglich, haut mich nicht völlig vom Hocker, ist aber definitiv ein wacholderlastiger Gin. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal rein mit Wasser neutralisieren und dann trinken wir den nächsten. Nee, wir trinken noch einen schönen Uhu, mein Freund. Ja, der Ansatz von Hannes ist sehr gut. Eigentlich hätte er das die ganze Zeit zwischendurch machen sollen, weil dann schlägt das auch nicht so in den Nacken wie jetzt gerade bei den Jungs. Ja, also, nächster Gin folgt gleich. Cheers und damit sind wir am Ende. Ja, ich glaube mir sonst keiner. Damit sind wir am Ende dieser Reaction. Gin 1 bis 3 in diesem Gin Tasting Part 2. In dem nächsten Reaction-Video gucken wir uns dann 4 bis 6 an, aber jetzt erstmal zu den 3 Gins, die verkostet sind. Da haben wir als erstes mal den Sizzle Brothers Gin. Ein Gin der Kategorie 1, heißt die einzelnen Zutaten können separat destilliert werden, müssen nicht, können auch einfach nur mazeriert werden und es kann ziemlich stark gesüßt werden, in diesem Falle mit Honig. Hauptaromen hier sind Kumquat und Aprikose, aber auch ein paar andere schöne Sachen sind mit drin. Ein würzig, leicht rauchiges Thema und
ganz passend für die Jungs, leicht fruchtige Note und vor allem passt es zum Grillen und damit thematisch eindeutig zu den Sizzle Brothers. Aktuell im Angebot bei den beiden für 22,90 im eigenen Shop. Ein sehr schöner, basischer Gin. Als nächstes der Burgen Herbal Dry Gin, den die beiden probiert haben. Tatsächlich also ein Dry Gin, also ein Gin der höchsten Kategorie, Kategorie 3. Und damit alle Zutaten destilliert, maximaler Zuckerzusatz 0,1 Gramm pro Liter und damit sehr, sehr kräftig im Geschmack. 45 Volumenprozent, liegt preislich um die 40 Euro und ist ein sehr starker, schöner Kräuterthema. Zitrus ist mit drin, Hagebutte, Melisse, Grapefruit sind mit drin, ein bisschen Anis ist mit drin, und zwar Sternanis. Und in der Verbindung kommt dann dieses Anis-Aroma mit den anderen Zutaten sehr schön raus. Insgesamt ein unglaublich toller, handgemachter Gin aus dem Burgenland. Also richtig, richtig toll. Schwere Empfehlung. Burgen Herbal Dry. Als letztes der OMG, Oh My Gin von Zufanek. Ein sehr schöner, runder Gin, sehr kräftig, der 16 Botanicals hat. Unter anderem, haben wir schon gehört, Paradieskorn, aber eben auch Orange und hier getrocknete Orangenschale und ein paar andere sehr schöne Sachen. Ein sehr hoch angesehener Gin. Dürfte in keiner Gin-Sammlung eigentlich fehlen. Er liegt so zwischen 30 und 35 Euro, liegt in Deutschland beim Vertrieb von Leon Spirits. Markus Leon, auch ein ganz, ganz toller Herauspicker von Preziosen in der Welt der Spirituosen. Und tolles Produkt, einfach da mal reingucken, ist an vielen Stellen zu bekommen und ein sehr kräftiger, aber auch ein wacholdriger. Er ist tatsächlich einer der dominanteren Variante und eben auch ein Dry Gin, bedeutet Kategorie 3. Aktuell sogar übrigens bei Idealo für knapp 27 Euro. Also schlag zu, wenn er noch nicht in eurer Sammlung ist, dann ist das eine schwere Empfehlung. Diese drei Gins haben wir jetzt hier verkostet und dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht ein kostenloses Abo hier dalasst. 2/3 der Zuschauer tun das nicht, würde diesem Kanal deutlich helfen. Euch jetzt noch viel Spaß, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.